Die 253, alter Schwede, ey. Das ist aber auch schon eine Hausnummer. Das stimmt. In der letzten Folge. Waren wir die coolsten Dudes von allen? War Roger krank? Auch das. Was weniger cool war. Ich muss dir du hast mir 4000 abgezogen, ne? Also, die Konzerne haben mir 4000 abgezogen. Ja. Also, ehrlich gesagt, hat Jojo dir das abgezogen. Ja, aber habe ich ja schon verstanden. Der hat mit mir darüber gesprochen, warum das ist. Jojo hatte Ärger mit ihrem Daddy. Leute, das ist übrigens soweit, ne? Das ist ein Intro, wo ich tatsächlich auch keine Ahnung habe, was passiert ist. Aber ja, stimmt, das war auch noch. Es gab eine Wahl. War das auch letzte Woche? Ja. Mhm. Letzte Woche ist viel passiert. Ja gut, also da war Wahl, okay, das stimmt. Dann hat Kaban sogar Jojo gewählt. Dann hatte sie Stress mit ihrem Daddy, das stimmt. Roger war krank, ja. Und dann noch ein Haufen kleinen, ach genau. Kaban war ein bisschen wütend. Ja, das, naja, da hat ja einen Grund dazu. Die haben seinen Hund vergiftet. Die haben seinen Hund vergiftet. Dann hat er noch mal ein kurzes Intermezzo mit der Nähmaschine gehabt, wegen des komischen Senders da, also wegen der Darmkamera für Roger. Und dann habt ihr mit Proto gequatscht wegen Albaner. Genau. Dann ist irgendwie aus irgendeinem unerfindlichen Grunde taucht ein Albiner-ähnliches Wesen auf in Moskau. Und es ist nicht Jojo gemeint, shit. Mhm. Genau, und deswegen haben wir mit Proto gequatscht und mit Ilka gequatscht, also Konstantins Ische. Ja. Ja, das klingt eigentlich alles ganz vernünftig. Dann viel Spaß und bleibt geil. Bleib selber geil. Immer. Genau, Kaban wollte noch was mit Yandi bequatschen, soweit ich weiß, wegen des Boxclubs. Sie. Wir können ja quasi einen riesen geilen Boxclub aufbauen und so. Das war deine Vorstellung, ja. Das war eine Idee. Ja. Wenn du möchtest, kannst du das. Also, der ist halt der eh eure Gelder macht, deswegen. Na dann. Geh ich doch mal rüber. Judith, du wirst ihn antreffen irgendwo halt. Vermutlich hat der auch mal Kinderdienst. Und wenn du kommst, würde er einfach. War das Schweden oder war das Norwegen? Ich glaube, es war Norwegen, scheiße. Aber in Schweden machen die das jetzt auch, aus Prinzip. Er würde ihn vor den Fernseher setzen, wie sich das hier hört. Und da kommt gerade eine Sendung 8 Stunden lang in Echtzeit, wie so ein verkackter Zug durchs Land fährt. Und du siehst quasi die Außenkameras, so die Landschaft. Das kommt da im regulären Fernsehprogramm. Das ist aber spannend. Naja, das ist ein bisschen Heimatverbundenheit, du weißt schon, das muss man frühzeitig anfangen. Ja, aber. Nee, das ist richtig gut. Du meinst nicht, dass sie bei diesem Rakatang abstumpfen? Vielleicht schläft er ja ein, aber meinst du, das würde mich stören? Ich glaube, du machst ihn aber nur aufgedreht, wenn immer dasselbe kommt, das ist doch so voll Monotonie und so. Wieso denn, guck mal, da ist jetzt See, der wird gleich nicht mehr da sein. Landschaft. Das kannst du so nicht, du kannst doch so mit Kindern nicht umgehen. Ach so. Kinder brauchen Abwechslung. Kinder brauchen Beschäftigung. Ach so. Ja, ja. Der soll aber jetzt pennen. Ja, da musst du sich auspowern. Der hat meine ganzen Türme eingerissen. Denkst du das nicht auspowern? Dann hat er mich ausgelacht. Ja, ich meine, du bist auch langsam. Was soll denn das jetzt? Ja. Natürlich lacht er dich aus, wenn er gewinnt. Also gibt's keinen Gewinner. Ich habe für mich gespielt, ich habe Türme gebaut und der hat für sich gespielt und der hat meine Türme eingerissen. Damit hat er gewonnen.
Und dann habe ich mit ihm eine Diskussion führen wollen, warum er sein erstes Ziel immer die Zerstörung ist, aber er war noch nicht ganz bereit dafür, weil er sich wohl gedacht hat, Artikulation, das Level, lass mich gar nicht herab. Und dann war er müde. Tja. Ich finde, das ist eine ziemlich akkurate Darstellung der Dinge. Okay. Aber warum ich mit dir sprechen wollte? Maxi-Taxi. Geht auch um Kinderbetreuung. Also. Wir haben ja gerade Nachschubmangel. Das wird auch wahrscheinlich noch in der nächsten Zeit lang so bleiben. Wovon sprichst du genau? Naja, guck mal nach draußen, da gibt's nur komische Kinder. Und. Ach, du meinst menschlichen Jängernachwuchsmangel, Nachschubmangel. Ja, oder... Du hättest ja auch von Waffen, Bier, Windeln, Besteck reden können. Nee. Mir geht ja schon um Human Resources. So, jetzt habe ich mich gewählt ausgedrückt. Wie ist das, wenn wir uns ein bisschen in der Öffentlichkeitsarbeit gut tun? Das sieht auch nach draußen immer ganz gut aus. Mhm. Wir können unser Geld waschen mit einem Verein. Mhm. Und haben dann schon mal einen Blick auf ein paar Kids, die da anfangen, sich die Fresse einzuschlagen unter unserer Aufsicht. Ach so, na bisher fand ich das alles, klang das richtig gut. Bisher dachte ich, in dieser Stiftung, die ich ja bereits gegründet habe, zur Revitalisierung sozioökonomisch und soziokulturell benachteiligter Stadtteile oder eher Bitzen, ich habe es Bereiche genannt, Stadtbereiche in Juschnöl. Da könnte man das unterbringen, aber jetzt redest du davon, dass sie sich auf die Fresse hauen sollen. Junge. Eine sportliche Betätigung zum Steigern des Teamgeists und zum Ausloten ihrer eigenen Kräfte. Und Abbau von Aggression gegen andere. Denn jeder weiß, der weiß, wie stark er ist, greift keine anderen an, weil, ne? Möchtest du, dass ich das kommentiere? Du kannst auch einfach ja sagen, machen wir. Ich möchte das kommentieren. Na gut. Ja, du willst ja Gänger, deswegen werde ich das nicht kommentieren. Also du willst einen Verein, der was mit Jugendlichen macht, aber du willst ja auch keine Trottel, deswegen auch Bildung und so ein Shit, ne? Ja, drauf Bildung. Aufpassen, dass die in die Schule gehen, nur zum Training dürfen, wenn sie auch in der Schule waren. Solche das Sachen. Verkauft sich, das sowas verkauft sich halt besser, ja. Ja, das zusätzlich. Außerdem gibt's da unter Umständen Horizon-Unterstützung vom Bildungsfonds, Junge. Ja, wir dürfen natürlich nicht so ganz so viel, weil dann müssen die unsere Bücher voll auflegen, oder? Der Anteil an den Kindern dort, die überhaupt hier zu gebrauchen sind, ist höchstwahrscheinlich echt klein. Das heißt, wenn wir für 3/4 was Gutes tun und 1/4 gucken wir uns an, ziehen es zu Jägern heran und davon kommen dann nochmal die Hälfte von denen, also ein Achtel, überhaupt in Frage, immer irgendwann als Prossi aufzutauchen, dann ist das vollkommen okay. Siehst du? Wir können unser Geld schön waschen, kriegen eventuell sogar noch, ne? Also, unseres dreckiges Geld geht rein, Horizon-Geld geht auch rein und wir nehmen uns das Horizon-Geld wieder raus. Ja. Schön sauber. Ja. Wenn wir uns dafür nebenbei noch ein oder zwei Boxer, also Leute, die körperlich zuhauen können und gar nicht mal so dumm sind, abfallen, ist auch gut. Es gibt doch irgendwelche Schulwettbewerbe für Boxen und Ringen, ne? Ich glaube, Maxi-Taxi wird doch hier dann unser Sponsor? Mal gucken. Aber auf jeden Fall werden die halt die Leute hin und her fahren. Ich meine, da muss ja auch ein Trainer mit und alles. Richtig. Sponsor, na, mal gucken. Die sind ja, schon so tief drin in dieser Stiftung, wisst ihr? Bis zum Hirn, Gebärmutterhals. Aber, ja, ich werde mir irgendwie angucken, wie die anderen das machen. Also die richtigen Leute. Also
Also die, die das richtig machen, machen sie auch nicht viel anders. Also egal, sind auch alles dreckige Schweine, darauf wollte ich hinaus. Aber ich guck mir das an und dann gehen wir irgendwann zu den beiden Chefen. Ich habe gute Erfahrungen mit denen gemacht. Muss sie aber eine Fliege umbinden. Und dann wird das. Cool. Achso, willst du das dann beaufsichtigen mit den Jugendlichen? Ja. Könnte ich machen. Ansonsten findet sich bestimmt jemand, der das kann. Wie viel Sins hast du denn eigentlich? Hm? Wie viel Sins du hast? Ach, Sins. Ich bräuchte dann eventuell noch eine neue. OT, wir haben noch welche von dem Worry-Typen, ne? Ja, ich hab noch eine 5er, ich hab noch eine 4er und ich hab noch eine 1er. Hast du keine 2er und 3er mehr? Nee. Die hast du uns weggenommen. Ich bin ja ein Wichs. Warum denn? Weil du gesagt hast, wenn die Worry untergeht, müssen wir auch was verlieren. Ich bin auch ein hässlicher Schwein. Ja, guck mal, dann eigentlich ein neues Sinn dafür aufsetzen. Wir gucken mal, was geht, weil du brauchst ja noch eine Zusatzqualifikation als Trainer, medizinisch geschultes Personal. Am besten auch irgendein sozialpädagogischer Scheiß zurück, damit ich dich offiziell da reinbringen kann. Cool. Und ich meine, du bist dann nicht alleine. Und da gucken wir irgendwann mal, ob man die einweihen, vermutlich nicht. Ne? Also die anderen, die dort arbeiten, das muss nicht sein. Vielleicht ein. Okay, ja, ich denke drüber nach. Das klingt doch gut. Aber wohl, also nur noch mal, damit das alle gehört haben, höre zu, Kind, jetzt, danke. Ich fühle mich unwohl und sehe mich in meinen moralischen Ansprüchen gedingst und blöde. So, haben wir das jetzt alle gehört? Das ist jetzt gut. Alles klar, danke. Der Kleine soll nicht denken, dass ich ein dreckiges Schwein bin, wisst ihr wie? Ja, ja. Klar, kein Problem. Gut. Na dann? Na dann, meiner. Ihr habt da noch was für dich. Ah. Warte. Er holt eine kleine, wie heutzutage die Flachbatterien, bloß vielleicht doppelt so dick, hervor und gibt sie dir, so ein kleines Gerät. Das ist magnetischer Streifen außen, das pappst du an deinen Flachmann, am besten unten, damit es nicht abgeht so, weil so stark ist der Magneten auch nicht. Das ist eine Mini-Kühlzelle. Die hat nur Saft für 6 Stunden, aber die kühlt die Scheiße richtig schön runter. Das ist ja cool. Danke. Ne? Ja, das pappe ich mir da mal drunter. Weil, damit du wenigstens ein bisschen Stil hast, du weißt schon. Ja, also jetzt, wo es wieder wärmer wird, ist das auch immer doof. Ne? Das ist, Dankeschön. Stehst du vor so einer heißen Schnitte und sagst dann, willst du einen Schluck auf meinem Flachmann? Dann sagt die, das ist ja lauwarm, du bist ja überhaupt kein Mann von edler Herkunft und Geblüt. Das passiert selten beim Flachmann, aber, Dankeschön. Kein Problem. Ich werde das installieren und ausprobieren. Es kühlt auf 6, 8, 8 Grad. Sehr gut. Das ist eine gute trinkbare Temperatur für den Wodka. Das stimmt. Der braucht ein paar Tage, um das vorzubereiten. Bliblablub. Kaban, in ungefähr einem Monat kriegst du deine Kunstmuskeln. Kannst du mir nochmal sagen, was genau, wer tut da, wie das war, was? Die waren quasi, dass ich ein Geschenk wieder mehr kriege. Also, ne, die alten kommen raus, die neuen kommen rein und krieg ein Geschenk. Ein Geschick und ein Stärke wolltest du kriegen. Ja, und dafür im Gegensatz zu vorher einen Stärke verlieren, oder was? Also nicht im Gegensatz zu jetzt, sondern im Gegensatz zu vorher. Ich weiß es nicht mehr. Ich auch gerade nicht mehr. Fuck.
Oder waren die besser? War das? Ja, die waren auf jeden Fall besser als gebrauchte Ware, sonst wärst du ja tot. Ach, das waren auf jeden Fall waren das saubere Dinger, ne? Nein, also die waren, ich weiß nicht, ob die vielleicht sogar Alphaware waren, sonst wird's vielleicht gar nicht gehen. Und die waren die stärker als die anderen? Ich glaube, du wolltest. Also meine jetzigen waren ja 2 Stärke dazu obendrauf. Ja, weil du Kunstmuskeln Stufe 2 hattest. Der genau. Plan war, glaube ich, dass du eine Stufe, nämlich die eine Stufe Kunstmuskeln rausbaust, nämlich die kaputt war, und stattdessen 2 bessere reinbaust und dann ein Stärke und ein Geschick. Das heißt, du hättest plus 2 Stärke und plus 1 Geschick insgesamt. Nee, aber wenn, dann hätte er, glaube ich, die beiden jetzigen Stufen rausnehmen müssen und alles in Alphaware umwandeln, damit er nicht abkratzt. Wieso? Der hat doch noch 2,5 Essenz. Genau. Und die Kunstmuskeln Stufe 2 kosten 2,5 Essenz. Das heißt, die kommen komplett raus. Krieg Kunstmuskeln also Stufe 3. Essenz singst, mein Junge. Also hier steht sowieso in meinem Kalender steht auch, dass ich würfeln muss. Aber wenn du unter einen Essenz singst. Glaube ich ja nicht. Gar nicht. Komme ich ja gar nicht. Achso, dann ist ja alles cool. Ich komme dann auf Essenz 2. Wenn das Kunstmuskel Stufe 3 nicht gebraucht ist. Na, dann verlierst du ja einen Stärke, wenn das Stufe 3. Nein, wenn der alles ausbaut. Ja. So, die haben ja mehr gekostet, weil es gebrauchte Cyberware war. Ja, 1,5. So. Genau, so. Wenn du alles rausbaust und dann normal, also dann quasi 2 Stärke, also Kunstmuskeln Stufe 3 da rein böllerst, stattdessen kriegt er zusätzlich 0,5 Essenz Abzug, das heißt, er wäre dann bei Essenz 2. Was du mir erklären willst, ist, dass wenn ich X mit 1,5 multipliziere, dass das dann dasselbe ist, wie wenn ich, Junge, Alter, 48.000 Mal habe ich es nicht gerafft, aber jetzt bin ich soweit, ja. Das stimmt ja sogar, voll klug. Es ist ja eine 1,5-ige Steigerung. Oh, so klug. Leute, ich liebe euch. Ihr seid meine Taschenrechner, weil ich zu behindert zu allem bin. Also. Ich habe Abitur übrigens. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Genau. Ein paar Tage später kriegt ihr einen Anruf von fucking Brodo. Hallo. Es ist übrigens... Nein, 21 Uhr ist es übrigens. Guten Abend. Ich habe mich umgehört gehabt über dieses Mädchen, was ihr da gesagt hattet. Ist leider nichts rausgekommen, aber ich kann euch ja sagen, dass sie jetzt gerade da ist. Ha. Schön. Besten Dank, bis gleich. Soll ich irgendwas vorbereiten? Nö. Gut. Piep. Wo auch immer Jojo ist, es kommt nur ein, ich muss weg. Was meinst du mit, ich muss weg? Gib mir das Geld, du Schlampe! Nein. Dann hätte sie sich noch die Zeit für einen Kopfschuss genommen. Stimmt, du hast ja jetzt immer Aufpasser dabei, ärgerlich. Was heißt denn ihr Kopfschuss? Du hättest ihn noch mit Metallsägen abgesägt, die aus deinem Körper kommen. Ich hätte ihm den Penis abgesägt. Das war eine Frau, hallo, es war eine Elfe. Hä? Die das gesagt hat? Das war eine sehr gutturale Elfe. Ich hätte ihr die Brüste abgesägt. Schön. Elfe, Brüste. Die Brustwarzen. Auf jeden Fall ist es nicht anders, wenn ich Knarre, Weste, ab dafür. Sie. Dasselbe. Na, ihr wie wart ja zusammen unterwegs. Ihr wart ja bei dem. Ja, ihr wart bei dem Hochhaus, was ihr gewaltsam übernommen habt und habt da mal kurz was geguckt. Roger jetzt ausgezeichnet. Du gibst ihm doch noch das ihr noch das richtige. Sicher, natürlich. Ihr geht's ausgezeichnet. Gut. Sehr gut. Sonst werde ich da vorbeikommen müssen und da mal ein bisschen Terror schieben müssen. Roger ist das blühende Leben. Das stimmt. Die überlebt dich noch. Und der Liebling aller Belgorod. Eben. Das ist ja, ne? Also, ist ja nicht nur mein Hund, das ist ja ein Familienhund.
Das stimmt halt. Ihr fahrt da hin. So. Und ihr kommt da auch an, so ist es nicht. Nur mal vorher, welches ihr fährt. Motorräder? Auto. Na gut. Ja, wir fahren zusammen, also das ist wahrscheinlich mit dem Auto unterwegs, ja. Nö, aber das ist egal. Naja, sagen wir mal so, ihr könnt sogar zurück zum Gangdings fahren und das, also in die Nähe und das Auto euch entgegenkommen lassen, so ist es nicht. Schön, ihr kommt an bei der Brauerei. Wir gehen hinein. Genau. Rudi, es ist einiges los. Ist denn unsere Security auch da? Ja. Gut, der wird mal drüber informiert, dass wir da gerade mal reingehen und ein Gespräch führen. Dass wir da gerade was? Dass wir da gleich mal reingehen, um ein Gespräch zu führen. Achso, okay. Dann wird der von außen auch nach innen treten. Juti. In einer Ecke sitzt so eine Frau. Die sitzt ziemlich gerad, Hände beide auf den Tisch in exakt dem gleichen Abstand. Guckt ziemlich starr nach vorn. Sieht sie noch aus wie Albina? Ja, das, was ich die letzten Male auch immer gesagt hatte. Was hast du denn die letzten Male gesagt? Dass sie zum Beispiel Haut besitzt und dass sie ein bisschen einfach fleischiger aussieht, dass auf jeden Fall Entfernungen vorgenommen werden hätten müssen. Sie hat Haare. Und hatte die nicht sogar Brüstchen? Naja, die hatte Brüstchen, hatte die. Bei Paulin, bei Albina darfst du nicht alles entfernen? Ja, Albina hatte sich das alles entfernen lassen, ja. Aber was ist denn mit den Gesichtszügen? Die sind immer noch ziemlich scharf. Aber die hatte auch nie einen Cyberschädel, soweit ich weiß. Nee, hatte sie nicht. Aber sie wirkt einfach ein bisschen fleischiger. Ja, aber erkennt man ihr Gesicht? Das will ich wissen. Erkennt man sie wieder? Als ja. Das? Also okay, das. Aber das hat man die letzten Mal doch auch immer. Ja, aber wir haben sie das letzte Mal immer nur flüchtig gesehen. Wir haben sie nie richtig gesehen. Ja, okay. Wenn du dir Zeit nimmst, nicht, es ist nicht das Gleiche, aber man erkennt, würde sie wiedererkennen, ja. Das ist doch schön. Na, herzlichen Glückwunsch, sagt Jojo. Mhm. Na dann, wollen wir mal mit ihr reden, wa? Tust du mir einen Gefallen? Lässt du mich erstmal alleine mit ihr reden? Das letzte Mal, als ihr beiden miteinander zu tun hattet, seid ihr euch fast an die Gurgel gesprungen. Das ist richtig. Stimmt nicht. Hä? Doch, eigentlich. Sie haben sich doch übelst gefetzt. Sie war nur sehr traurig und hat sich selber zerfetzt. Und er war nie böse zu ihr wissentlich und sie waren nie aggressiv gegeneinander. Ja? Ich war nur kein guter Einfluss für sie. Niemand war ein guter Einfluss für sie. Du kannst gleich bestimmt dazu kommen, aber ja. Erstmal wissen, was sie will. Jojo, geh zu ihr hin. Ja, sie wird dann, wenn du nah genug bist, den Kopf drehen und eine Grimasse schneiden. Also mit dem Mund maßgeblich. Und sitzen bleiben. Jojo geht dorthin und sie lächelt, setzt sich ihr gegenüber. Hallo Jojo, Hanna. Hi. Du hilfst mir. Wobei? Damit die anderen mich in Ruhe lassen. Welche anderen? Die Männer. Welche Männer? Sowohl die einen als auch die anderen. Wie hast du mich gefunden? Ich hab dich gesucht. Wo hast du gesucht? Wen hast du gefragt?
Wie bist du auf Moskau gekommen? Die anderen Männer haben mir geholfen. Wer sind diese anderen Männer? Ich brauche einen Namen. Das weiß ich nicht. Woher kommen sie? Das weiß ich nicht. Was weißt du über diese Männer? Sie haben mir geholfen, aus dieser Einrichtung wegzugehen. Und sie haben mir geholfen, viele der Dinge loszuwerden, die sie dort installiert haben. Aber ich glaube, sie haben andere Dinge installiert. Weißt du, was sie installiert haben? Nein. Warum hast du es nicht nachprüfen lassen? Wie denn? Bei einem Arzt. Ich kann zu keinem Arzt gehen. Warum nicht? Weil ich... Die anderen Männer haben mir geholfen, von dort wegzugehen, aber ich glaube, das war verboten. Hast du Bilder von diesen Männern? Nein. Warum nicht? Wie sollte ich? Mit deinen Augen? Die einen Männer haben diese Funktion weggenommen. Sie haben gesagt, ich habe jetzt wieder die Möglichkeit, mich zu erinnern, aber das ist sehr unzuverlässig. Ich kann dir nicht helfen, wenn ich nicht weiß, von wem du sprichst. Die einen Männer, sie kamen, nachdem die Einrichtung gekauft wurde. Horizon. Ja. Und sie haben mir furchtbare Schmerzen zugefügt. Sie haben gesagt, ich brauche wieder menschlichen Tastsinn. Und sie haben mich auseinandergebaut und sie haben mir Dinge eingebaut, die mich machen wie andere Menschen. Sie wollten, dass ich schwach werde. Und sie wollten... Das ist nicht richtig. Ich kann dir nur dann helfen, wenn ich mehr Details über diese Männer bekomme. Ansonsten kann ich dir nicht helfen. Das Einzige... Was ich dann tun kann, wird dir nicht gefallen. Aber ohne Informationen kann ich nichts tun, Albina. Gar nichts. Es sind Ärzte. Ich kenne ihre Annahmen nicht. Die anderen Männer sind keine Ärzte. Auch das hilft mir nicht. Es gibt viele, die keine Ärzte sind. Das stimmt. Sehr viele. Aber du bist meine Freundin. Aber ich bin nicht allmächtig. Nein. Aber du hilfst mir. Was willst du denn? Dass die anderen Männer mich in Ruhe lassen und dass die einen Männer mich in Ruhe lassen. Und dann? Was möchtest du dann tun? Dann muss ich nichts mehr tun. Sondern? Was passiert dann mit dir? Das, was mit allen passiert, es passiert nichts, weil man mich dann in Ruhe lässt. Wovon willst du dann leben? Wo willst du arbeiten? Wo willst du wohnen? Wer gibt dir Geld? Aber ich wohne doch jetzt auch und ich... Und woher kriegst du das Geld? Geld?
Ich gehe zu den markierten Stellen. Dort kann ich wohnen. Dort ist Essen. Und wer gibt dir diese markierten Stellen? Wer hat sie dir bereitgestellt? Sie sind da. Ich glaube, sie kommen von den anderen Männern. Siehst du, wenn sie weg sind, gibt es keine markierten Stellen mehr. Wieso nicht? Sie sind da. Wenn du willst, dass ich dir helfe? Sie sind nicht in der... Sie sind in meinem Körper. Sie sind fest. Wie kommst du darauf, dass sie da sind? Hörst du ihre Stimmen? Nein. Sondern? Ich höre keine Stimmen. Ich bin nicht verrückt. Das glaube ich auch nicht, aber wenn sie dir irgendwo ein Mikrofon installiert haben, würde das etwas erklären. Was meinst du mit, sie sind in deinem Körper? Sie sind nicht in der Matrix. Sondern? Sie sind in meiner internen Navigationssoftware. Und das bedeutet? Dass sie da bleiben. Sind es Agenten? Programme? Nein, es ist ein... Persona-Fix. Es sind interne. Es ist die Navigationssoftware, die man hat durch ein Implantat. Darauf fest, ohne Matrix, gespeichert. Danny, ich gehe davon aus, dass ihr eine Verbindung habt. Du kannst ruhig mit Flummi dich unterhalten, ne? Albina wird es nicht merken, wenn meine 30-sekündige Pause ist. Ja. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Sie spricht wahrscheinlich über die Suppenküchen, die da und Wegpunkte in ihrem Kopf, in ihrem Navigationssoftware zu diesen Suppenküchen. Und Lügnerin. Natürlich ist sie verrückt. Ach, Dali, du darfst mir mal nebenbei bitte elektronische Kriegsführung und Logik werfen. Yay! Sie kriegt das natürlich nicht mit. Kriegst plus 2, weil du ja die Geräte hier kennst in dem Ding und Zugang hast. Ist das wundert. Albina, ohne dass du mir Informationen über diejenigen lieferst, die dir Probleme machen, kann ich dir nicht helfen. Ich kann nicht, selbst wenn ich wollte. Sie scheint auch keinerlei Verbindung nach außen zu haben. Sie scheint kein Comlink oder sowas zu haben. Also, die wird auf jeden Fall nicht gehackt sein, denke ich. Das ist gut. Aber du bist meine Freundin. Albina. Ich kann dir nicht helfen. Ich kann es nicht. Verstehst du mich? Ich kann es einfach nicht. Nicht ohne, dass ich weiß, von wem du sprichst. Gut. Ich brauche mehr Informationen und ich muss wissen, warum man dir geholfen hat, da rauszukommen. Wolltest du da raus? Nein, aber ich will nicht zurück. Und diese Männer waren einfach da? Nein, sie sind gekommen. Extra für dich. Und sie haben geschossen. Hatten sie... irgendwelche Symbole auf der Haut? Tattoos? Nein, sie waren sehr primitiv. Sie hatten kein
kein Platin und Titan im Körper, sie hatten es auf dem Körper. Es waren lächerliche Ersatzmenschen. Hat sie gerade gesagt, dass die Jungs Vollplatte getragen haben? Ja. Oh Gott. Ich überlege gerade ernsthaft, ihr zu folgen und sie irgendwo zu erschießen. Was musst du von den Männern wissen? Wer sie sind. Sie sagen ihren Namen nicht. Wer sie geschickt hat. Wer sie bezahlt hat. Sie nimmt einen Bierdeckel, der da rumliegt. Biegt den so, dass er in der Mitte halt, ne, schön gedingst ist, sodass er eine scharfe Kante hat und fängt an, sich diese Information in die Haut zu ritzen. Blutet jetzt nicht direkt, ne? Ist Kunsthaut, offensichtlich. Das heißt, es wird sogar funktionieren und darunter kommt feinstes Chrom zutage. Hat irgendjemand von euch in der diesbezügliche Wissensfertigkeit? Was bezügliche Wissensfertigkeit? Ne, irgendwas mit Cyberware oder so. Nö. Logik minus eins. Ich kann's aber aufnehmen. Mhm. Und einen Professor schicken. Dann müsst ihr auch nicht würfeln. Mhm. Auf jeden Fall ritzt sie sich da jetzt ein. Und zwar, wer sie bezahlt hat, hast du gefragt. Und der andere Wortlaut war, wer sie geschickt hat. Ja, ja. Okay. Ja, dann muss sich das da reinritzen. Dir ist bewusst, dass wenn du die Informationen so speicherst, sie das sehen werden, oder? Das ist egal. Warum ist das egal? Weil sie es mir nicht sagen werden. Das heißt, ich muss sie kaputt machen, damit sie es mir sagen. Das bedeutet, dass sie wissen, dass jemand nach ihnen sucht. Das ist egal. Die anderen haben mir gezeigt, dass, wenn man Menschen kaputt macht, sie einem das geben, was sie wollen, aber... Sie überleben nicht alle hier, ja. Aber sie haben mir nicht gesagt, dass man das bei einer Freundin nicht tut, aber bei einer Freundin tut man das nicht. Das stimmt. Was musst du noch wissen? Frag sie mal, was die Leute von ihr verlangt haben, als sie das gezeigt haben. Also die haben das ja aus einem Grund ihr gezeigt. Sie hat diesen Grund, dieses Kaputtmachen bestimmt auch Leute angewendet und hat Informationen davon gekriegt. Also die haben die rausgeholt, um die als Schlägerin, als Sam einzusetzen. Und sie dann hat sie vielleicht auch welche Informationen im Kopf. Was haben sie von dir verlangt? Sie haben dir gezeigt, wie man Leute kaputt macht und zum Sprechen bringt. Was genau wollten sie denn von diesen Leuten wissen? Was für Informationen solltest du beschaffen? Ich sollte nichts beschaffen. Sie wollten nichts von dem Mann wissen. Sie... Von welchem Mann? Es war kein Arzt. Und er war die ganze Zeit bei ihnen dabei. Dann haben sie ihn... Sie haben ihn kaputt gemacht. Und sie haben gesagt, er wäre einer der einen, und dann haben sie seinen Kiefer herausgerissen. Das ist das da. Sie wird auf deinen Kiefer tippen. Mhm. Ich weiß nicht mehr, was er tun sollte. Was weißt du denn noch? Erinnerst du dich überhaupt an etwas? Sie haben gesagt, es wäre einer der einen Männer und die anderen wollen keine der einen.
Gibt es eine Möglichkeit, dich zu erreichen? Anzurufen? Irgendetwas? Wir sehen uns doch. Wann? Hier. Und wann? Wenn ich die Sachen weiß, die du brauchst. Und woher weiß ich dann, dass du sie weißt? Woher weiß ich dann, dass du hierher kommst? Ich bin nicht jeden Tag hier. Ich finde schon eine Möglichkeit. Komm einfach zurück und, nein, wir treffen uns woanders. Ich... Wenn du das nächste Mal kommst, fragst du den Mann hinter der Bar und er wird dir sagen, wo wir uns treffen und wann. Sie guckt zur Bar. Da ist kein Mann. Da ist ein Kind. Nein, es ist ein Zwerg. Die Person, die hinter der Bar steht, fragst du dann. Ja. Gut. Du hast mich angelogen. Wann? Dann steht sie auf und geht. Jo, er steht auch auf. Vielleicht sollten wir ihr folgen. Ja, das ist eine valide Idee. Willst du ihr folgen? Erstmal, ich löse dich später ab. Das können wir gerne tun, ja. Ich beordere mal meinen Transportdrohnen zu mir. Ja, ja. Und würde ihr quasi folgen. Boah, das dauert ein bisschen, bis sie da ist, ne? Ja, klar, aber ich würde ihr schon mal folgen. Und die Drohne soll halt zu mir kommen, also sprich, da ich mich bewege, kommt sie ja immer mit. Also, ne, wieder Kurs halt neu berechnen. Dazu. Judy. Sobald sie dann in der Nähe ist, würde ich halt sie weiter von der Drohne verfolgen lassen und dann halt mit der Drohne mich immer abwechseln, sodass es halt weniger auffällt. Ich sag mal so. Ist ja nicht so, als würde sie sich umgucken. Achso. Nee, also die wird eine ganze Weile laufen. Natürlich wird sie mittig des Weges laufen. Also des Fußweges. Das heißt, die Leute werden hier schon irgendwie aus dem Weg gehen, nicht wahr? Bist so ein Troll, der natürlich keinen Bock hat irgendwie, weil er braucht eh den ganzen Fußweg. Dann stehen die voneinander. Dann guckt sie quasi auf seinen Bauchnabel und er wird irgendwann genervt und sagt irgendwas zu ihr und sie reagiert nicht. Das heißt, er wird sie zur Seite schuppen. Das heißt, sie wird auf die Straße fallen. Dann wird quasi lustiger Motorradfahrer quasi also mit dem Motorrad in sie reinschlittern, obwohl er es noch versucht hat abzubremsen. Der Troll ist nicht ganz so ein Fieser, ne? Das heißt, der wird dann zu beiden hinstürzen, wird erstmal dem Motorradfahrer befehlen, liegen zu bleiben, weil du weißt ja, wie es ist, mit einem Rückgratbruch und dann zu der Alten gucken, aber die steht halt uff und oh shit. Geht dann ein paar Schritte weiter. Er würde irgendwas hinterher rufen. Also du wirst das mit deiner Drohne aufzeichnen können, aber ich meine, es ist klar, was ungefähr passiert. Ne? Ich muss jetzt nicht extra. Dann wird sie auf ihren Unterarm gucken, wo sie sich eingeritzt hat, was er fragen sollte. Dann ist es aber weg. Weil dieser jetzt über den Asphalt hier schlittert und so. Mhm. Dann wird sie an die nächste Wand gehen und etwas monoton mit dem Kopf dagegen schlagen. Ist ja echt gnädiger, sie einfach zu erschießen. Der Troll ruft übrigens sowas wie Krankenwagen. Ist in einer halben Stunde da, kein Problem. der wird sie mal hinten antippen und so, aber mit gestörten soll man immer nichts machen. Ich weiß nicht, ob man die angreifen wollte, sagt einfach, ne? Dann wird sie nach 7,25 Minuten aufhören mit dem, was sie gerade tat und weitergehen. Weitergehen, als wenn nichts gewesen wäre, oder? Ja.
Alter. Okay, ich verfolge sie weiter. Es ist übrigens auch nicht so, dass sie ihren Kopf volle Blut dagegen hämmert. Es ist eher so ein leichter Schlag, ne? Ja, ja. Alles gut. Jojo fährt unterdessen mal kurz zum Ganghaus zurück. Mhm. Und geht mal instant zum Professor. Juri. Kaban, sie wird an einem Sarghotel, wird sie reingehen. Und es ist eins, wo du normal über Wi-Fi halt bezahlst. Leider keine Credsticks. Es ist so eins, wo man tatsächlich sich dafür interessiert, wer da ein- und aussieht. Deswegen ist auch nicht so gut besucht. Wird da unten quasi einfach an dem automatisierten Schrankending durchgehen, weil die sich öffnet und wird dann hoch in irgendeinem Sarg klettern. Ich meine, das wirst du dann nicht mehr sehen, aber zumindest geht sie dann das Treppenhaus hoch. Stand da, steht, na egal, ich bin nicht da. Schade. Ihr habt, wenn ihr möchtet, immer noch eine Verbindung, Freunde. Guck mal, kannst du irgendwie erkennen, was da draufsteht oder so? Hat das Ding irgendeine Ausgabe, Bild, Sprache, irgendwas? Ich prüfe. Nö, alles über Wi-Fi, alles über AR. Ja, unterdessen geht Juri zum Professor. Ja, du wirst inzwischen auch da sein. Ja, der raucht gerade eine feine Zigarre. Hi, ich muss dich mal ganz kurz unterbrechen. Ich mach grad nichts. Das ist gut. Ich hatte nämlich ein kleines Problem. Alte Schatten der Vergangenheit. Das klingt, ich weiß auch noch nicht genau. Weißt du noch nicht genau? Naja, nicht ganz so cool, wie es jetzt irgendwie klang. Nee, klang auch nicht cool, klang irgendwie nach Fanfiction. Nee, auch nicht. Vielleicht kann man das im entferntesten Sinne so bezeichnen. Pass auf. Vor ein paar Jahren war ich ja mal irgendwie länger weg. Auf dem Job. Und eine der Leute, die mir da begegnet sind, ist wieder aufgetaucht. Ziemlich schräg. Die hat mich gesucht und sie hat mich gefunden, was mir zumindest Kopfzerbrechen bereitet. Die ist ziemlich speziell. Wenn du die Aufnahmen gleich anguckst, wirst du auch verstehen, warum. Aber egal, guckst du dir erstmal an. Sie zeigt ihm das Gespräch oder zumindest Teile davon. Cyberpsychose Stufe 5. Okay. Naja, wird zumindest den Teil mit den einen und den anderen und irgendwie keine richtige Antwort und die Cyberware und so weiter. Kannst du mir irgendwas sagen? Irgendwas, was mir weiterhilft? Gerade bei dem Kram, den die da drin hat. Welchen Teil mit den einen und den anderen gibst du ihm genau? Ich glaube, sie gibt ihm alles. Okay, also dauert das ein bisschen, während er sich das durchguckt. Award für Daily, die bleibt da drin. Horizon. Horizon hat die Anlage später gekauft, ja. Horizon hat ein paar sehr, sehr vielversprechende Resozialisierungssachen für Leute mit Cyberpsychosen, die ordentlich runtergewirtschaftet wurden. Also die schaffen es, wenn sie noch ein bisschen so weitermachen, kriegen die irgendwann einen Cyber-Zombie wieder dazu, ein Mensch zu werden. Die nehmen den ganzen Scheiß, der Kacke ist raus und packen dir Sachen rein, die normales Leben emulieren, verstehst du? Und dazu gehört auch ein gutes altes hier, du weißt schon, verdammt, Sims-System auf BTL ausgelegt, weil du brauchst eine große Bandbreite für solche Leute, mit denen sie dann quasi ganz langsam anfangen, sowas wie wieder Geschmack zu entwickeln. Ich meine, du gibst den Leuten zwar Geschmack vor, aber was willst du noch anderes machen? Das heißt, du gibst ihnen Erdbeereis und fügst dann ein bisschen Geschmack ein, wie Erdbeereis schmeckt, sodass sie wieder damit, ne? Und dann hoffst du, dass die selber dadurch wieder ein paar Gefühle entwickeln. Funktioniert, dauert bloß echt ganz schön lange. Und versuchst dann wieder ganz langsam über basale Maßnahmen die Sachen zu beschleunigen, die du auch sonst machst, ne? Ziemlich aufwendiger Shit ist halt noch in der Testung. Und das klingt dann auch, als hätten die das gemacht. Das ist natürlich super unangenehm für solche Leute, das ist klar, ne? Für dich bricht die Welt zusammen.
Aber lohnt sich halt. Ja. Hilft mir immer noch nicht weiter. Sagt mir nur, warum sie keinen Bock hat, zurückzugehen. Ja. Die Sache ist halt, du brauchst relativ viele modulare Systeme. Also die hat er offensichtlich auch Cyberarme. Und du musst da modulare Cyberarme nehmen und du musst ein paar andere der anderen Softwares, die du hast, da oder andere Cyber-Systeme modular einbauen, damit du wechseln kannst, je nachdem, welchen Therapieschritt du gerade machst, ne? Diese hochgradig modularisierten Systeme hat Horizon zusammen mit Evo entwickelt, für eben genau den Zweck. Was man aber damit auch machen kann, ist halt, du kannst ja auch andere Sachen in so einen modularen Cyberarm packen, was du halt gerade willst. Du kannst auch verschiedene Sachen einbauen, wie zum Beispiel super stark oder super geschickt oder Waffen, wenn du da gerade Bock hast. Die haben das nicht vorgehabt, glaube ich. Aber ich meine, es ist halt ein super System, um drauf aufzubauen, wenn dir also jemand Bock hat, da was reinzupflocken. Was höchstwahrscheinlich passiert sein wird. Dann kannst du auch mit dem Sim-Programm, das auf BTL ausgelegt ist und das Horizon entwickelt hat, das ist der beste BTL-Verarbeitungsprozess, den du je gesehen hast, könntest du natürlich das beste Persona-Fix-Welt reinbauen. Wirkt ja aber nicht so. Du kannst aber auch anfangen, die ordentlich zu konditionieren, das da ist böse. Zum Beispiel Rabutnik böse. Und wenn du das bei so einer cyberpsychotischen Person machst, die schon angefangen wurde zu therapieren, weißt du, was du dann für ein Monster hast, wenn du da ordentlich Kampf-Cyber rein modulierst? Kannst mir vorstellen. Hilft das? Das sagt mir zwar immer noch nicht wer, aber zumindest was sie von überwollen. Und das warum? Ich sag mal so, Horizon und Evo testen das noch nicht sehr lange. Und bis die ersten Erfolge hatte, hat sich dafür keiner interessiert. Jetzt sollten die Leute sich dafür interessieren, weil du halt einfache Kampfroboter dir bauen kannst, die super gut sind. Aber wenn Horizon in der Testphase ist, sind die anderen also auch in der Testphase. Das heißt, du musst erstmal jemanden haben und gucken, wie in der normalen Welt reagiert und agiert, ob der überhaupt zwei Schritte gehen kann, ohne sich selbst zu zerstören. Die sind noch nicht bereit, sowas einzusetzen. Die müssen erstmal gucken, wie das Ding funktioniert. Und da die hat dich gesucht. Also nehme ich mal an, die waren schon so weit in der Horizon-Klinik, dass sie versucht haben, Wünsche und Bedürfnisse zu integrieren. Anscheinend war es ein Wunsch und ein Bedürfnis. Ich sag klar, du bist ja auch eine Süße, ne? Und eine Nette. Und darauf kann natürlich ein anderer aufbauen. Du befriedigst ihr den Wunsch, zum Beispiel finde die. Und wenn du das machst, dann kannst du nebenbei gucken, wie die reagiert. Wenn du klug bist, wirst du nicht irgendwie versuchen, ihre Signale abzugreifen oder so, weil du willst eigentlich nicht, dass sich jemand mit ihr in Verbindung bringt, sollte sie plötzlich ausrasten und LKWs auf die Straße schmeißen. Nein, ich bin ernsthaft am Überlegen, wie ich jetzt mit ihr umgehen soll, denn ein normales Leben wird die nie führen können. Das heißt, entweder ich stecke sie zurück in die Klinik und laufe Gefahr, dass sie anfängt, wieder Dinge zu erzählen, die sie nicht erzählen sollte. Nämlich zum Beispiel, dass sie mich gefunden hat, wo sie mich gesucht hat, wie sie mich gesucht hat. Ich denke schon, dass diese Informationen noch irgendwo abrufbar sind. Oder ich stelle mich hinter sie und jage direkt eine Kugel in den Kopf. Na, warte mal. Das würde zumindest viele Probleme lösen. Es gibt hier nur eine vernünftige Entscheidung und die ist, die schöne Bude an Horizon zu verhökern. Ihr sagt ja auch warum. Erstens, du weißt nicht, was sie gerade geslottet hat. Willst du dich mit ihr anlegen? Sie hat keinen Cyberschädel. Wenn ich ihr von hinten in den Kopf schieße, funktioniert ihr Gehirn nicht mehr. Weißt du, ob die gerade in verdammtes Sonar, nicht Sonar, wie heißt das andere Ding nochmal? Du weißt schon, Radar im Kopf hat und dich von hinten kommen sieht und dich abschlachtet? Warum sollte sie? Ich bin ihre beste Freundin. Ich wäre vorsichtig. Des Weiteren, wenn du die abschlachtest, machst du dir beide Parteien zum Feind. Wenn du die zurückbringst, machst du dir nur eine Partei zum Feind. Dann mach ich mir eine zum Feind und die andere Partei weiß alles. Hä, Moment mal, die andere Partei ist Horizon. Die Klinik gekauft hatten, der du offenbar für eine längere Zeit drin warst. Aber die Unterlagen existieren nicht mehr. Nicht mehr. Nein. Hm.
Na, ich sag mal so. Die hat dich gefunden, ne? So, die könnten von ihr so erfahren, ey, ich habe diese Johanna erfunden, Johanna erfunden, was hast du für einen Namen ausgesucht, Alter? Und Johanna war der ursprüngliche Name. Achso, okay. So, und dann wissen die, aha, das war die, die hier mal drin war, bevor wir das Ding gekauft haben. Werden die was groß mit der Info machen? Ich meine, die werden sowieso wissen, dass du hier eine Gangbosshöse bist. Also ich meine, würde dich das denn in die Scheiße reiten? Weiß ich nicht, möglicherweise. Meinst du, sie erpressen dich dann mit der Info, anstatt mit allem anderen, was wir so machen? Nein, sie erpressen mich nicht mit der Info. Sie überpressen mich mit der Info, dass sie erpressen mich mit der Blutprobe, die sie von mir damals genommen haben. Outgame, die habt ihr doch auch vernichtet. Also die hat doch damals der Pfleger sogar für euch vernichtet. Der Pfleger, nee, die hatten auf jeden Fall was von uns. Ja, nee, ihr musstet was abgeben und das hat der war involviert, der hat das direkt ja, am Anfang vernichtet. Ja, aber wir haben so viel genetisches Material dahinter lassen. Ja, das stimmt. Bis jetzt hat es sich nicht gelohnt, aber ich sag mal, das größte Problem wird wahrscheinlich sein, sie überhaupt dahin zurückzukriegen, oder wir sagen einfach. Na, Moment mal, du fasst sie nicht an, du sagst dann Bescheid. Ich meine, ja, die Typen hier, die sie jetzt haben, die haben offenbar schon einen Verräter gehabt, keine Ahnung, wo der her war, aber denkst du, die kommen da nicht selber an? Weißt du, wie teuer das ganze Scheiß ist, der sie da versucht hat mit der Therapie? Davon können wir aber 10 Maxi-Taxis kaufen. Egal, welche Möglichkeit ich in Betracht ziehe, mir gefallen alle nicht, aber soll Horizon halt haben, was es will. Guten Willen zeigen ist, glaube ich, bei denen sinnvoller als bei anderen. Na, dann werde ich mal rauskriegen, wen ich da anrufen muss. Wenn du was brauchst, sagst Bescheid. Gehe nicht so nach an Anti. Wer weiß, was die plötzlich im Kopf hat. Die hat vor allen Dingen rückkoppelnde Erinnerungen. Wenn die irgendwie schlechte Erfahrungen auch mit dir gemacht hat, kann das sein, dass die zwischendurch wieder auftauchen, kreisförmig. Und dann heißt das, dass sie in eine Emotionsspirale geraten kann. Das kann auch bei guten Sachen sein. Das heißt, sie kann auf dich zustürmen und versuchen, dich zu umarmen und zu herzen. Sieht nicht so aus bei der, aber generell kann sie. Kann aber auch sein, dass sie einfach den größten Hass der Welt kriegt. Wäre schon möglich. Deswegen gehst du ja auch nicht so nah an die ran. Na, dann hoffe ich mal, dass Horizon guten Willen zurückzeigt. Bestimmt. Kriegst eine Image-Kampagne. Ja, die verlorene Tochter kehrt zurück. Ja, egal. Du bist eine verlorene Horizon-Tochter, alles klar. Nee, vielleicht kriegst du auch eine andere Image-Kampagne. Jojo, die netteste Gängerin von allen. Sehen Sie diese junge Frau? Sitzt dann so auf einer Schaukel, muss ich jetzt vorstellen. Wie kann man der misstrauen? Wenn Sie Schulden haben, sorgen Sie einfach dafür, dass diese Gang Sie für übernimmt. Sie wird herzlich sein, sie wird freundlich sein, sie wird Ihnen die Möglichkeit geben, alles zurückzuzahlen. Ist das eine Knochenbrecherin? Nein. Warum sollten Sie Ihre Drogen nicht bei ihr kaufen? Jojo, besser leben. Dann noch ein Bild, wie du auf einer Wiese sitzt und mit Roger durchs Haar wuschelst und so voll glücklich in die Kamera guckst und die Leute werden nur noch hierher kommen und sagen, boah, ist ja die geilste Gang der Welt. Ach, sowas gibt's schon, aber da war ich, glaube ich, 5. Ja, und was soll uns das jetzt bringen? Hallo, bist du bescheuert? Da war ich noch niedlicher. Naja, gut, dann werden sie das ausgraben. Hoffe nicht. Darüber sollten wir auch mal irgendwann sprechen, aber nicht jetzt. Egal.
Ich gehe mal mit Horizon telefonieren. Schön. Jojo geht raus. Kaban, pass mal weiter auf, dass sie da bleibt. Machen wir. Kein Thema. Gibt es hier so ein paar Orte, wo ich Kameras ansetzen würde, wenn ich das Gebäude überwachen würde? Natürlich. Verschiedentliche. Ich meine, check du die mal auf selbst, Kameras. Kannst auch selbst mal reingehen und dort auch, ach, das willst du machen. Nö. Weil ich würde meine Zielperson durchaus überwachen. Ja. Es gibt keine zusätzlichen, es gibt natürlich ein paar Kameras generell in Geschäften und so, die funktionieren, in die sich ein Hacker immer reindingsen kann, wenn er Lust hat, ne? Aber es gibt nichts, was aussieht wie zusätzlich installiert. Drohnenverkehr wirkt auch einigermaßen unauffällig, aber auch da, ich meine, es gibt ab und zu mal so ein, wie auch du hast, Wetterzeppelin. Verdächtig. Na gut, geht da mal rein und ja, das Problem ist, ihre Belegungsnummer sehe ich nicht, ne? Ich kann ja nicht raus. Du kannst halt nicht mal jemanden bestechen dafür. Bestechende Logik. Das ist kacke. Es gibt nur einen Ausgang, richtig? Jawohl. Ja, dann würde ich gerne. Ich habe keine Minikameras bei mir. Verdammt. Wo kann man denn diesen einen einzigen Ausgang am besten überwachen? Weil wegen, ich habe ja keine Kamera gerade derzeit bei mir. Ich verstehe dich gerade relativ schlecht, meiner. Ich habe gerade keine Kamera bei mir, keine Minikamera, die ich irgendwo anpappen kann. Dementsprechend würde ich meine Lieferdrohne wegschicken. Zum Ganghaus, die sollen mir da eine Minikamera reinlegen. Das ist ja eine Lieferdrohne, das ist das. Okay, wollen wir Folgendes festlegen. In eurem Runner-Rucksack, den ihr immer, also fast immer dabei habt, wo Kabelbinder und so ein Shit drin sind, sind auch 5 Minikameras drin. Okay, dann nehme ich das. Dann pflaster ich quasi den Eingang damit, also dass ich halt guten Blick auf den Eingang und guten Blick auf die weitere Umgebung des Eingangs habe. Okay. Und vielleicht sogar noch einen in der Lobby. Für den Fall, dass die Kandidaten in der Lobby irgendwo anders sind, dass sie halt durch ein Fenster verschwindet oder so? Durch einen Notausgang kann sie. Dann davor, bitte. Okay. Tut sich aber erstmal nichts. Das habe ich mir gedacht. Ich würde mir dann eine Energie kriegen und etwas zu trinken aus dem Auto nehmen und mich eine Straße weiter im Auto gemütlich machen. Schön. Ich will mal kurz AFK, Freunde. Sehr schön. Was will die hier und warum? Das ist doch... Ja, sie will von den Typen weg. Ja. Was wollen die Typen mit der? Sie wollen die ja zur Kampfmaschine machen, die sehr abstreitbar ist. Was machen wir dann? Wollen wir sie behalten? Wollen wir sie schützen? Wollen wir... Wir bringen sie zurück zu Horizon. Wir bringen sie zurück nach Horizon. Okay. Warum nicht? Und die meinst, die wird einfach so ganz lockerflockig mitgehen? Die werden schon dafür sorgen, dass sie jemanden bekommen, der irgendwie ihr Einhalt gebieten kann. Die sind ja nicht blöd. Warum sollen wir uns selbst damit rumschlagen? Soll Horizon das machen? Die werden schon Interesse daran haben, dass sie wiederkommt. Und nicht, dass irgendwer aus deren Klinik abhaut und dann irgendwann anfängt, richtig Scheiße zu bauen. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust, mich lange mit der rumzuärgern. Irgendwie, dafür ist sie zu anstrengend. Sorry. Kontra. Sie kommt nach einer Stunde raus. Ja. Wie sieht die denn aus? Ist sie immer noch zerstört? Das kann sie nicht fixen. Also ja. Okay, also ihre Klamotten hat sie wahrscheinlich gewechselt, aber das andere kann sie nicht wechseln. Ja. Was soll die gemacht haben? Klamotten gewechselt haben? Sei froh, dass die Klamotten anhat. Okay. Es ist Albina.
Hätte ja sein können, dass die quasi gesagt hat, okay, Sachen sind kaputt. Kaputt ist nicht okay. Das weiß ich ja nicht. Nee, ihre Gedanken sind vermutlich eher, ich muss dieses Zeug anhaben, dieses Zeug über meinen Körper tun, weil die anderen das wollen, aber es ist eh sinnlos. Es tut okay. Nichts. Naja, außer den werden wir halt ein bisschen regulieren. Ja, gut. Denkst du, man hat gesagt, man will ihr Kältesensoren implantieren, ja? Möglicherweise. Ist ja schließlich auch eine Gefahr für den Körper. Gut, also die kommt raus und wird in Richtung Süd einschlagen. Ja, meine Drohne verfolgt sie als erstes. Dann werde ich sie mit dem Auto überholen und sie dann irgendwann auch verfolgen. Gut, sie wird... Nein, sie wird ziemlich Jojo zu Fuß unterwegs sein. Und natürlich Jojo informieren, dass... Boogie on the way! Gut, da das eine Weile dauert, Tschö. Ich fahr zu Proto in der Zeit. Ja, du wirst vermutlich eher da sein, du besitzt dieses Auto. So, hat das alles geklappt mit der Dings? Kennst du irgendeinen Typen von Horizon? Besten Johnson oder sowas? Einen Horizon Johansson, ja. Ich hatte nur einmal mit ihm zu tun. Die Informationen, die ich damals gesammelt hatte, ist 3 Jahre her, waren recht solide. Es scheint ein, ich meine, es gibt ja immer diese Vorurteile über Horizon, dass sie generell ganz nett sind und furchtbar fair bezahlen, immer alle Informationen liefern. Das war bei uns tatsächlich auch so. Da wir es nicht unmenschlich verkackt haben, hat er auch nicht unsere Reputation ruiniert. Aber, ja, also, wir haben es nicht ganz zu seiner Zufriedenheit erledigt. Das war ein bisschen viel Bum-Bum für ihn. Naja, gut. Aber ich denke, also generell habe ich diesen Kontakt noch. Kannst du mir diesen Kontakt irgendwie vermitteln, beziehungsweise zugänglich machen? Da müsste ich ein paar Telefonate führen, aber generell ist es überhaupt kein Problem. Unter welchen Namen soll ich das denn dich dann vorstellig machen? Ach, Albina! Albina wäre witzig. Es wäre echt witzig. Macht ja schon mal einen neuen Charakter. Macht das einfach wieder unter Nastia und dann ist gut. Gut, und wie viele Personen kommen's? Entweder 1 oder 2, vermutlich nur ich. Gut, alles klar. Die Sache ist, wenn du wirst natürlich, also du solltest, ich glaube, es ist ganz gut, wenn du wirst ja bestimmt Leute in der Nähe haben, wenn du zumindest sagst, du hast ja noch 2, 3 Leute in der Nähe, soll ich das so melden oder willst du es komplett? Ja, mach das. Gut. Alles klar, ich informiere dich, sobald die Sache gegessen ist. Super, danke. Ich melde mich. Wir können das dann, ich denke, wir können das über Comlink klären, das kann man ja, sollte kein Problem sein. Sehr gut. Bist du deppert, Nikolai? Stell das wieder hin, meine Güte. Ich hätte ja niemals Barmann werden sollen, so eine Scheiße. Du liebst es. Ich hasse es. Ich liebe es. Ich wusste es doch. Körban. Ja. Sie wird bis nach fucking Bradievo laufen. Okay. Dabei wird sie einen Schuh verlieren. Weil sie ungünstig in so einen Ablauf, du wirst schon, Dings. Alter, ist sie durch. Alter, ist sie durch. Genau, mit so einem Gulli hängen geblieben ist und das behindert sie und du wirst schon. Und das Ding ist, dass sie damit trotzdem noch ganz gut in der Menge untergeht, weil die ganzen BTL-Druffis machen das halt auch so. Dann wird sie da in einen Stripclub einkehren. Punkt.
Ja, ich werde ihr folgen. Also, mein Auto, also ich fahre mit dem Auto vor und gehe in den Stripclub. Sehr schön. Die feinsten Mösen Moskaus. Also nee, aber zumindest wird's angepriesen. Ja, also es stinkt halt nach Fisch, sagst du. Wie auf dem Hamburger Fischmarkt hier. Ich würde es nicht negieren. Es ist was für das kleine, für den kleineren Geldbeutel. Mhm. Du siehst sie dort erstmal nicht, aber es gibt natürlich verschiedene Räumlichkeiten, wo man sich noch einzeln mit so einer Dame, du weißt schon. Nur tanzen, kein Ficky-Ficky. Ja, ich bin ja relativ schnell hinterhergegangen. Weißt du nicht mal, wie die in so ein Separé geht? Es gibt tatsächlich einen Türsteher, der sie nicht angeguckt hat, als sie durch ist, aber dich nochmal kurz einen Augenschein nimmt. Du bist ein großer, starker Ork. Dann wird der sagen, du hast ja keine Waffen dabei, nicht wahr? Und da ich das gesehen habe, kriege ich 100 Nuyen. Finde ich völlig plausibel. Die Kleine, die hier gerade reingegangen ist. Ja. Meinst du den Freak? Aha. Kommt die häufiger? Dauernd. Seltsam. Weißt du, was sie hier drin macht? Tanzen wird sie nicht, aber ist mir auch Wurst. Irgendjemand meinte, ich soll die durchlassen und da habe ich echt viel Kohle bekommen und fand ich in Ordnung. Weißt du, wer das war? Den Typen, den ich für die Menge auf jeden Fall vergessen habe. Wie sehr hast du sie denn vergessen? Ich glaube nicht, dass du bezahlen kannst, dass ich mich wieder erinnern kann. Okay. Das ist ja nicht so schlimm. Und seitdem kommt die regelmäßig. Aber du kannst ja mal versuchen. Gerne, klar. Reichen dir 500? Das genervt. Ja, wenn er sagt, er kann mich nicht beschützen. Es gibt Leute mit Ehre. Wenn er sagt, ist nicht, dann ist nicht. Klar, das ist eine ganz klare Aussage. Darauf erstmal einen Schluck aus dem Flachmann. Ja, ich glaube, Leute mit drei Brustwarzen, die sind bloß echt selten. Ja. Naja, auf jeden Fall, wie das dann mit, 500? Boah, du wirst mir 1000 Yen geben, das würde echt helfen, ja. Na dann. Gebe ich mir 1000. Ich kenne den Typ nicht, er kommt aber in Begleitung von drei Typen. Hat sie eigentlich einquartiert. Genau, wir wissen, was er macht. Er ist ungefähr 1,8 groß. Ein bisschen kleiner als du. Wie groß bist du? Ja, der geht ja ungefähr halt bis zu den Augen, so ungefähr, ne? Mhm. Mit so ein paar anderen Menschen. Ich sag mal, die Hälfte von denen sieht aus, als hätten sie ordentlich ihr Leben lang hinter der Lafette gestanden und der Rest hier irgendwelche Bürohanseln. Okay. Die haben keine irgendwie Kleidung an, wo ich sagen kann, da ist was Hübsches drauf, sehen aber auch nicht aus wie irgendwelche. Und lass mich raten, denen gehört ein Separé hier. Naja, ich sag mal, ich weiß nicht genau, was sie mit dem Chef hier innen ausgemacht haben, aber ich glaube, die haben gesagt, hier hast du das Geld, das ist jetzt meins, verpiss dich. Und der Chef hat den vermutlich dafür noch lange die Eier gelutscht oder so. Holla die Waldfee. Ich würde dazu gerne mal Mäuschen spielen, wenn die sich unterhalten. Oh, also mit mir kann ich das sowieso nicht, aber das geht mir jetzt auch ein Stück dazu. Also nö, lass es mal nicht machen. Sicher? Also jetzt mal, diesmal bin ich wirklich. Oh. Okay. Du hörst Schreie von innen. Albina-Schreie oder richtige Schreie? Nee, richtige Schreie, vierstimmig auch. Und ein paar Schüsse. What? Jojo macht sich mal auf den Weg.
Der Typ wird da jetzt auch mit seiner abgesägten Schrotflinte reinstürmen. Okay. Ich will da eigentlich nicht hinterher, gerade. So wichtig ist mir die Frau nur auch nicht. Viele Leute stürmen raus. Sie scheinen unverletzt. Viele gästlich aussehende, ne? Ja, ich bleib mal draußen stehen. Ja, irgendwann beruhigt sich das auch. Ist ja gut. Kam Albi nach raus? Nö. Kam einer von den Leuten raus, die so aussehen, als wenn die dazugehören? Nö. Ja, dann bin ich jetzt ein neuer Gast. Ne? Jetzt kann ich hier reingehen. Das stimmt. Wenn du reinkommst, keiner ist mehr da. Ein paar Leute, entweder Querschläger oder die Knifte ausgerutscht und nicht richtig erzielt und was weiß ich, ein paar Leute hat's erwischt. Albina steht da quasi, die haben ja hinter, dort wo die Stangen sind dahinter, haben sie eine große weiße Fläche, damit sie da was dran beamen können. Und ja, die sind echt 2009. Zum Beispiel eine schöne Berglandschaft auch, ne? Mhm. Und das Gerät hat sie zerstört, weil sie muss es ja richtig sehen können an der weißen Fläche, weil sie nämlich mit jetzt dran schreibt und zwar mit guter Farbstoff ist ja Blut. Die Fragen von Jojo, pass auf, die eine Frage war, wer hat euch beauftragt so ungefähr, ne? Das schreibt sie dahin, da steht drunter mein Chef. Und das zweite ist, wer sind die Typen so ungefähr? Und da schreibt sie zwei Namen hin. Waren zwar fünf Typen, aber da sind zwei Namen. Das Ding ist, da steht einmal Aaron Behron als Name. Und das andere wäre das russische Äquivalent zu Max Mustermann, also vermutlich sowas wie Igor Gorbatschow. Ich hasse diese Frau. Wenn du reinkommst, wird sie sich jetzt langsam zu dir umdrehen. Na hoppala. Was ist denn hier passiert? Ich kenne dich. Ich weiß. Ich kenne dich auch. Deswegen hat Jojo mich geschickt, um auf dich aufzupassen, aber... Johanna. Johanna. Tschüss. Tschüss. Das hast du immer gesagt. Nein, das war der andere. Richtig. Sie ist gerade bei Gorbatsch. Guckt wieder zu dem Ding und versucht sich offenbar stark daran zu erinnern, was sie weiterschreiben wollte. Und erinnern kann man sich ja offenbar nur, wenn man seinen Kopf immer ein bisschen gegen die Wand schlingert. Okay. Die Leute leben hier nicht mehr, ne? Gehe ich mal von alle aus. Also die Leute, die ihre Auftragsgeberin waren. Sie hat sie ziemlich ausgeweidet. Cool. Ich guck mir die mal an, die Jungs, und nimm mir die Comlinks und so und nimm die Akkus raus und... Weg von denen. Warum? Wir brauchen Informationen. Wir sollen dir doch helfen. Bist du einer von den einen? Ich bin von Johanna. Johanna hat mich angelogen. Johanna hat dir gesagt... Du hast Johanna um Hilfe gebeten. Sie ist deine Freundin. Sie ist auch meine Freundin. Frag sie mal, inwiefern ich gelogen habe. Das würde mich mal interessieren. Und inwiefern hast sie dich angelogen? Sie hat gesagt, sie heißt Johanna, dabei heißt sie eigentlich anders. Frag sie wie. Weißt du auch wie? Jo. Jojo, okay. Genau. Ja. Das ist richtig. So wird sie genannt. Ist die Abkürzung von Johanna. Warum tut man das? Es hört sich besser an. Es ist eine Verniedlichung. Wozu? Freunde tun so etwas. Manchmal.
Dann bin ich Albi. Okay, Albi. Du bist nicht mein Freund. Entschuldigung, Albi. Also, Jojo hat mich geschickt, um auf dich aufzupassen. Weil sie macht sich Sorgen um dich. Das ist nett. Und überflüssig vielleicht. Nun, das ja, hier wird auch... Ja, das ist nett. Ja, das ist nett. Auch das tun Freunde füreinander. Ich sollte auf sie aufpassen. Eins nochmal. Erstmal müssen wir rausfinden, wer diese Menschen waren. Das habe ich getan. Gut. Wer hat sie bezahlt? Ihr Chef. Und weißt du auch den Namen des Chefs? Das ist dein Name. Es ist ein Synonym. Eine andere Bezeichnung. Das Problem ist, dass viele Leute ihr eine andere Person als Chef bezeichnen. Die Angestellten von Evo nennen jemand anders Chef als die Angestellten von Horizon. Es ist ein... Warte mal kurz, als das Wort Horizon kommt, unwillkürlich wird, was könnte sie... Sie braucht ja Blut, also hat sie noch irgendwie den Arm von einem Typen gepackt, wird sie zudrücken und das knackt ein bisschen. Interessant. Also werde ich jetzt mir die Leute angucken. Wenn du das erlaubst. Und mir Dinge von ihnen nehmen, die ich als hilfreich für uns erachte, okay? Aber sie sind kaputt, sie sind zu nichts zu gebrauchen. Auch kaputte Dinge können Informationen beinhalten. Aber guck, der hier spricht nicht mehr. Sie zieht jetzt den Typen, den sie da an hat, hoch und macht seinen Mund auf und zu. Wobei sie die Zunge mit abbeißt, weil die ein bisschen raushängt. Ja, aber er sagt mir, er ist männlich, Mitte 30, hat gepflegte Hände, scheint nicht hierher zu kommen. Wenn ich jetzt seinen Comlink hätte, könnte ich vielleicht auch seinen Namen rauskriegen. Wieso sprichst du nur mit dem? Dann wird sie ihn nehmen und gegen die Wand klatschen. Immer wieder, bis sein Kopf Brei ist. Oh Scheiße, oh Scheiße. Stopp. Sirenen. Sag ihm, ja, ich weiß. Das ist wie ein Etikett. Das ist wie ein Etikett. Es beinhaltet Informationen, wenn man sie weiß zu lesen. Und wir müssen uns beeilen. Beeilen? Ungefähr eine Minute, ne? Ja. Ich nehme mir jetzt Etiketten mit und die lesen wir später. Sie achtet übrigens nicht mehr auf dich. Du kannst machen, was du willst. Okay. Ich nehme sie mir haben die keine Comlinks dabei. Waffen. Natürlich kannst du von allen Fotos machen. Ja, ich will mich beeilen, ich will, ne? Cradsticks haben sie dabei. Die nehme ich. Na klar, nimmst du die. Sicher. Ansonsten, ich überlege mir, was noch da sein könnte. Einer hat ein paar Schmuckstücke, aber die sind relativ nichtssagend. Okay, gut. Mach ich Fotos von und dann, Albina, stopp, wir müssen gehen. Jetzt. Warum? Weil jetzt mehr Leute kommen. Und sie würden dir wehtun und ich soll auf dich aufpassen. Deswegen gehen wir jetzt, dann passiert dir nichts. Und zeig mich mal deinen Überredenwurf, den du schon immer machen wolltest. Geil.
Ich war schon immer gut in Überreden. Überreden, aber weil ich krieg... da du dich richtig anstrengst mit diesem Roboter, bekommst du plus eins. Ja, hab auch fast einen Erfolg. Also, ich hab einen Erfolg. Ich würfel mal mit ihrer abgezogenen Essenz dagegen, weil alles andere sinnlos ist. Kritischer Patzer. Die glaubt mir alles. Du bist jetzt ihr Freund. Full Robo-Mode. Ja, sie würde quasi auf dich zukommen. Sie hat leider immer noch diesen Typen an diesem Arm, den sie immer noch hinterher schleift. Das musst du hier lassen. Sie lässt einfach los und kommt weiter auf dich zu. Gut. Und macht dann eine Grimasse. Ja, dann, wo ist der Hinterausgang? Was sagt die AR? Bitte? Was sagt die AR zum Notausgang? Dass, wenn du durchgehst, da ein lauter Alarm in dem Gebäude ist, aber, also, dann macht's Ding, Ding, Ding. Aber ja, du kannst da hinten raus. Ja, ich will jetzt bloß nicht vorne raus, weil vorne was? Wahrscheinlich... Das ja, kommt klar, gehst du gehst hinten durch den Notausgang, ja klar, easy. Ja. Das macht brr, brr, brr. Schön. Ich lass mich von meinem Auto ab... lass uns... Oh Gott. Ich lass uns beide von meinem Auto abholen. Steig... Und dann soll sie da einsteigen. Na, sie steigt neben dir ein und guckt dich die ganze... Natürlich schneidet sie sich nicht an. Und guckt dich die ganze Zeit mit einer Grimasse an. Okay. Ich versuche mal schnell nebenbei eine Grimasse zu finden, die dem ebenwürdig ist, okay? Mhm. Also machen wir ab. Aber ihr könnt schon weitermachen. Ich fahr mit ihr ins D-Gebiet. Ja. Irgendwo auf unserem Turf, damit ich relativ sicher und dann schön in eine schlechte Gegend. Ja, lass mal nebenbei Bodenfahrzeuge machen. Ah ne, du hast ja jetzt Reaktion 5 geschenkt. So guckt die dich an. Scheiße, Alter. Oh Mann. Wahrscheinlich auch noch Blut verschmiert, wie sie ist. Alter Schwede. Natürlich. Das macht mir schon ein bisschen Angst. Echt? Ja, ja. Doch, doch. Bester Film der Welt, Junge. Der muss dir Angst machen. Welcher Film ist das? Oldboy. Der Gute. Der Koreanische. Okay. Werde ich mir angucken. Das solltest du. Ja, du fährst mit ihr ins D-Gebiet. Ja, ich rufe Jo an. Wir haben eine Verbindung. Ach ja, richtig. Ist schon klar, was ich mache? Sie macht mir Angst. Hast kann du ich, ich kann dich erstmal ablösen. Ich mach mal den Störsender an, sobald wir im D-Gebiet sind, quasi. Easy. Und dann fahren wir noch weiter. Easy. Ich hab mit Horizon, also ich mach gerade einen Horizon-Kontakt, klar. Ey Leute, irgend so ein durchgedrehter Troll hat in Bradievo angefangen, einen Stripclub auseinanderzunehmen. Viele, viele Zeugen bestätigen, dass dieser Troll völlig außer Kontrolle war, vermutlich unter Drogen, wie sie es immer sind. Man sollte die Gefängnisstrafen für sie viel härter machen. Am besten gleich erschießen. Finde ich völlig plausibel. War das Breitmaul-News oder... Schön. Das war irgendwas von Zenit. Diesmal fehlt aber die Gegenstarterstellung von Horizon. Das ist ganz merkwürdig. Und von Evo auch. Was ist los mit denen? Die lassen echt nach. Weiß auch nicht warum. Sonst sind die in den letzten Wochen auch immer aktiv gewesen. So ist es nicht. Ja. Ja, Jojo macht sich auf den Weg. Du wirst auch ankommen, es liegt ja jetzt quasi auf halbem Weg. Mhm. Vor allem, weil Carbon ja das Gebiet Red River Gang umfahren muss. Also muss er nicht. Der kann die auch einfach auf die Red River Gang loslassen. Hey. Das da sind die einen Männer. Ey, warum verkaufen wir die? Wir können die gebrauchen. Nein, die ist schwer zu handeln. Das ist eine Granate auch. Und hast du gesehen, was du mit der Granate gemacht hast? Weggeworfen. Und sie ist weit weg von mir explodiert.
Ich würde sogar sagen, eine Granate ist noch deutlich besser einzuschätzen als Albina. Das ist wie eine Granate, bei der sich der Stift irgendwann von alleine zieht und du weißt nicht wann. Und du weißt auch nicht, wie groß die Flächenwirkung ist. Ja, Jojo löst dich ab. Jo. Also der Jojo. Kommt dann. Es tut mir leid. Was tut dir leid? Ich habe es vergessen. Ich habe aufgeschrieben, wer die Männer waren. Ich sollte zurückgehen. Ich habe davon ein Foto gemacht. Keine Sorge. Ja, ich habe ein Foto. Na klar, hast du ein scheiß Foto gemacht. Du hast ja auch Foto von den Männern gemacht. Genau. Lass mich mal sehen. Ich zeig. Pack die in die AR. Also da ist Aaron Beron und Igor Gorbatschow. Hm. Und das sind deren Comlinks. Vielleicht kriegen wir da ein bisschen mehr Informationen raus. Ich habe gesagt, die haben keine Comlinks. Ach ja. Das sind deren Credsticks. Vielleicht kriegen wir da ein paar Informationen raus. Also ich sag mal, das sind 4000 wertvolle Informationen, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Mhm. Uhu. Guck mir jeden Einzelnen ganz genau an. Sellout. Hast du sonst noch irgendwas? Die Credsticks, die Waffen, die Gesichter von denen. Gesichter, hier. Schon mal gut. Genau. Die Gesichter, bist du sicher? Sind das die einen Männer? Das sind die anderen Männer. Die anderen, gut. Die geholfen haben, rauszukommen. Die, bei denen ich danach war, ich weiß nicht, ob es die waren, die mir geholfen haben, rauszukommen. Sind das alle oder fehlen da noch welche? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei. Wie lange wollen wir das noch spielen? Also sie bräuchte jetzt eine Minute. Dann warte ich jetzt eine Minute. Nach dem Ausraster vorhin muss sie erstmal wieder zur Ruhe kommen. Dann würde sie noch ein paar Mal ihren Kopf gegen die Wand schlagen und dann wird sie sagen, das waren alle. Alle, die da liegen, sind die, bei denen du immer warst. Okay, du hast es nicht anders gewollt. Sie zählt noch ein paar Mal. Gut. Aber dann wird sie auch sagen, ja. Gut. Gut. Jojo. Meint, gib das mal, also sagt sie über die Comlink-Verbindung, gib das mal der Nähmaschine, die soll mal gucken, was sie findet. Mhm. Über die Typen. Ich gebe das mal so weiter, mit Anleitung von Jojo. Kein Ding. Dankeschön. Und schnell. Verzeihte Körpern, seitdem die Chef ist, ist die viel unerträglicher als vorher. Ja, okay. Ja, ich weiß, aber können wir machen. Eigentlich ist sie noch genauso unerträglich, aber jetzt hat sie Autorität. Ja, das Problem ist es halt gerade wirklich, weil sagen wir es mal so, wir haben da gerade eventuell so ein oder zwei Leichen im Keller. Ach du jetzt auch noch. Entschuldigung, aber manchmal ich bin auch schon dabei. Dankeschön. 5 Minuten später. Ruft Proto an. Ja. Ich hätte die Sache jetzt natürlich in trockenen Tüchern. Ey, du kannst da anrufen, aber bei dieser Nummer gibst du eigentlich immer nur einen Treffpunkt und eine Zeitform mindestens 1,5 Stunden in der Zukunft. Und man wird dir sofort sagen, wenn es nicht stattfindet, ansonsten bedankt man sich und dann war's das und dann kommst du dahin. Gut. Dann halt mal einen der Hinterräume frei. Zu mir? Du wolltest deinen Laden noch etablieren, oder? Ja, das stimmt schon.
Kommt's dann auch durch den Hintereingang zum Lieferanteneingang rein? Ich auf jeden Fall. Ja, ich werde den Johansson da auch gleich durchlotsen, ja? Klar. Gut, dann in einer Stunde oder wann? Du sagtest mindestens anderthalb Stunden in der Zukunft. Entschuldigung, in anderthalb Stunden oder wann? Ich meine, vielleicht wollte er auch eher da sein, vielleicht wollte er einen guten Eindruck machen, was für sich. In zwei Stunden. Gut, dann bin ich bereit. Sag mal, bist du aufgeregt? Nicht direkt, aber ist ja auch egal. Lass mich ein wenig vor mich hin pöpeln, das kommt, also. Ja, alles gut. Bis später. Piep. Jojo steht auf. Ich komme gleich wieder. Sehr gut. Gaban, du kriegst einen Anruf von der Nähmaschine. Mhm. Soll ich dir mal einen coolen Manga zeigen? Du kriegst eine Anfrage für ein Video. Ja, ja, danke. Du siehst einen kleinen Jungen fröhlich durch Wald und Wiese stapfen und Blumen einsammeln und dann siehst du eine besonders schöne Blume, die ist wunderschön und so. Und dann wird er sich auf die Suche nach diesen Blumen machen und sie immer weiter verfolgen und plötzlich kommt so ein riesiges, fünfköpfiges Monster und beißt ihm den Kopf ab. Das ist meine Erfahrung bei der Informationssuche nach den Typen. Soll ich da wirklich weitermachen? Was Nein. soll das bedeuten? Na, also heftige Gegenwehr. Ich meine, man muss immer ein paar Sachen aufbrechen, bevor man was findet. Wenn das nicht die übelsten Lappen sind, sind's nicht. Und diese heftige Gegenwehr habe ich beantwortet mit Oh, shit! Weg hier! Ja, ist okay. Geht's dir gut? Ich hoffe, du bist nicht die Blume gewesen. Denke ich, geh Hot Sim rein. Okay, prima. Scheiße, Mann. Weißt du denn grob, wem diese Verteidigung gehörte? Wo musstest du denn da einsteigen? Jemand, der keine Lust hat. Hey, das war ein Proxy. Eindeutig. Also ich glaube nicht, dass es der vegane Obstlieferant und ich weiß, was ich gerade hier gesagt habe, von Dings hier ist. Von Rabutnik. Und die Software, die war auch nicht garantiert nicht bei diesem Obstladen, weil das nur in dem Spitz ist. Ja auch real. Keine Ahnung, wer das ist. Kann aber jeder sein. Ist keine okay. Straßensoftware auf jeden Fall. Ja, das habe ich mir gedacht, wenn du sagst. Ist ja irgendwie, also. Du hast ja nach irgendwas gesucht. Das muss ja irgendwo hingeführt haben. Warum sonst wärst du ja nicht reingegangen? Naja, ich bin über den Proxy, um ein paar alte Sachen nachzudingsen. Es gab eine offene Verbindung von, pass auf, die Leute hatten eine SIN, die gut genug waren, dass da Bilder dabei waren. So, die SIN okay. ist offensichtlich, also ich glaube nicht, dass der eine Typ ein Gärtner ist, ne? Nee, das sieht nicht vor allem kein Gärtner aus, fangen in St. Petersburg. Aber gib mir die SIN-Daten trotzdem mal. Kannst du kriegen. Dankeschön. Und die war verzeichnet noch in einer offenen Zahlung an Toys R Us. Okay. Hüstier. Und da wollte ich mal gucken und so weiter. Und dann war da aber ein Proxy und da habe ich gedacht, na, wie hart kann das schon sein? Und dann habe ich gemerkt, ganz schön hart. Okay, was hat er denn da gekauft bei diesem Täuscher-Dingsbums? Ein Plüschtier. Was für ein Plüschtier? Ein Hasen, Alter. Ein lila Hasen mit so einem hässlichen Korb vorm Wanz und da sind Eier drin und der ist kuschelig. Und hinten hat er einen Reißverschluss. Frage mich nicht warum, klingt aber geil. Weißt du, das könnte ein Code sein. Das könnte es sein, aber damit kann ich nicht anfangen. Das ist richtig, aber vielleicht ist das eine Art, ist die Lieferadresse, was ist denn die Lieferadresse, wo dir der Hasen weißt du was? Werde garantiert jetzt nicht bei diesem Spielzeughersteller und Verteiler mich reinhacken. Na gut, nee, ich dachte, wenn du dann auf eine Rechnung siehst, dass du auch eventuell siehst, wo das hingeliefert wird. Nee.
Schade. Na gut, danke. Wo ist Jojo jetzt gerade eigentlich? Jojo ist rausgegangen. Okay. Kaban. Mhm. Wie heißt du? Jojo, wie habe ich mich damals genannt? Jojo? Ich habe keine Ahnung mehr. Doch Jojo weiß es vielleicht noch. Fotografisches Gedächtnis hilft dir da auf keinen Fall. Wir waren einen Monat und ich musste ihn die ganze Zeit damit anreden. Das ist 2 Jahre her. Zwischen euch war es so ein Knast. Ich möchte gerne würfeln. Okay, -4. Und gut, da ist dein Bonus schon drin. Alter, ich will das auch. So, du kannst auch mit -4 würfeln. Willenskraft und Intuition. Logik. Willenskraft. Ich habe 3 Erfolge. Okay, dann kannst du jetzt eine der Folgen aufmachen und nachhören, wie er hieß. Gut. Ich habe auch einen Erfolg. Dann kannst du dir eine der Folgen aufmachen und nachhören, wie er hieß. Wisst ihr, wie lange das dauern wird? Lass mich raten, du weißt es auch nicht mehr? Woher soll ich das wissen? Oh, gut. Also wir machen jetzt, ich sag euch genau, wie das läuft. Wir machen ja eh gleich einen Cut. Wir bringen dieses Gespräch zu Ende, da setzen wir jetzt beliebiger Name X ein und Flummi kann in der Zeit suchen, wie du hießt, okay? Das ist schön. Oder wir machen es einfach so, wir scheißen drauf, du suchst dir jetzt einen Namen aus, den du damals gehabt hast, weil das dauert jetzt wirklich lange. Mir fällt gerade klar ein. Ein russischer Name. Hier hast du eine Liste. Kolja, nimm mir Bier. Kolja, okay. Wie ist dein kurzer Name? Kol. Du bist ein guter Freund. Ich werde auf dich aufpassen. Dankeschön. Das ist sehr nett von dir. Guck mal, was ich gefunden habe. Und dann zeige ich ihr die Sinninformation von dem einen Typen. Mit dem Namen. Kannst du ihr nicht zeigen. Doch, ah ja. Ja, aber du kennst nicht... Also normalerweise pingst du Leute ja an oder stellst es öffentlich. Wenn du es öffentlich stellst, wird sie offenbar nicht drauf zugreifen. Schon deswegen nicht, weil dein Störsender an ist und du nicht weißt, welche IP sie hat oder welche, ne? Dann mache ich das auf meinem Comlink. Dann zeige ich das auf meinem Comlink. Okay, gut. Er hieß anscheinend so. Ehrlich, Edgar. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Nun, dafür hast du ja Freunde. Wir kümmern uns darum. Warum zeigst du mir das? Ich wollte dir nur zeigen, dass wir Fortschritte machen. Dass du dir keine Sorgen machen musst. Aha. Ha, 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 ha. Weißt du noch, was Edgar von dir wollte? Er wollte nichts. Und seine Begleiter? Die wollten nichts. Warum haben sie sich mit dir getroffen? Wenn ein roter Punkt auf der Karte ist, gehe ich zum roten Punkt und sie sind da. Und dann? Ich habe sie gefragt, wo Johanna ist. Und sie haben es mir gesagt, aber heute nicht. Heute wollte ich wissen, wer sie sind. Und wer sie beauftragt hat. Und dann habe ich sie kaputt gemacht, damit sie es mir sagen. Und dann haben sie es mir gesagt. Und dann habe ich es aufgeschrieben. Das hast du gut gemacht. Und dann kamst du. Ja, und dann sind wir gegangen. Und dann sind wir gefahren. Und dann, Entschuldigung. Schon mal eine Kindergeschichte gelesen? Und dann. Also ich sag mal, die Gespräche, die Jojo mit ihrem jetzt einjährigen Sohn führt, sind anregender. Da wäre ich aber ganz vorsichtig.
Dabei hat sie zumindest mehr Spaß. Ja, warte mal kurz. Das ist ja was anderes. Du bist ja vergiftet von Hormonen. Du kannst gar nicht anders. Das stimmt, dein Kind aber der tötet Grund nicht fünf Leute egal. Und es ist dann natürlich egal. Noch Jojos nicht. Kind. Oh Gott. Ich sag mal, es gibt ja zum Glück noch... Wenn sie dann irgendwann bei der Position angekommen ist, wo sie ins Haus geht, hat sie sich dann repariert oder versucht zu reparieren? Oder was hat sie oben in dem... Das ist wieder so ein Punkt, wo ich nicht weiter weiß. Also, ne, wo... Sie geht ja komplett weiter bis zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich. Ja, bis zum... Und dann hast du mich gefragt, was sie von mir wollten. Und dann habe ich es dir gesagt. Genau, der kommt. Und dann ist einfach Stille. Sehr schön. Nee, aber was sagt die denn, als sie ins Haus gegangen ist? Also in die, Schlafzellen hier, Dingsbums, Sarghotel. Das heißt, du müsstest nochmal die Frage stellen, was davor war. Scheiße, stimmt. Fuck! Ist ja nicht schlimm. Das will ich ja nicht, dann muss ich mir die ganze Leidensgeschichte nochmal anhören. Tja. Die Frau hat keinen. Du kannst dir irgendwann einen Film anmachen, das merkt die nicht. Wenn die Stelle kommt, die du schon kennst. Scheiße. Sie hat halt recht. Ja. Ja, ich lasse es mir über mich ergehen. Dann stell mal die Frage, davon hängt ein bisschen ab. Also, wie du fragst, indiziert immer, was ich mit ihr tun muss, weißt du? Erzähl mir genau, was nach dem Treffen mit Jojo passiert ist. Bis zum Zeitpunkt, wo du gerade gestartet bist. Das weiß ich nicht mehr. Ab wann weißt du? Aber ich habe mich aufgeladen. Du hast dich aufgeladen. Ja. Wann? Sie würde genau die Zeitraum nennen, in dem sie im Sarghotel war. Also Sekunden, versteht sich. Ja, okay, das kann man rückrechnen. Nee, sie nennt ja nur Uhrzeit bis Uhrzeit quasi. In der Zeit hast du sie ja eh vor dem Sarghotel beschaltet, da war sie ja drin. Okay, das war wirklich die genaue Zeit. Ja. Faszinierend. Das heißt, sie kann sich bis zu dem Zeitpunkt, also bis zum Aufladen, kann sie sich wieder erinnern. Okay. Weißt du, wie lange das her ist? Außerdem ist da für sie nichts passiert irgendwie. Ich meine, klar wurde sie halb überfahren, aber das ist ja erstmal irrelevant. Nee, gerade war sie auch sehr detailliert. Für sie sind Details sehr wichtig, also das ist schon... Na gut. Wenn ihr möchtet, können wir auch erstmal ein Päuschen einlegen. Ja, es ist ein sehr verwirrendes... ein sehr verwirrender Moment. Das stimmt, Freund. Ab und zu, wenn die Pausen werden immer ein bisschen länger sein, das stört sie auch überhaupt nicht. Ab und zu wird sie dann plötzlich aber einfach den Kopf zu dir hochrucken, weil die sitzt jetzt inzwischen auf dem Boden. Und dann weiß sie ja, wie sie guckt, ne? Mhm. Schön. Bis gleich, geht noch. Schön. So, ihr kleinen sahnigen Miesmuscheln.
Es ist einfach unglaublich schön, wenn man sich Notizen macht während des Schneidens, um dann irgendwas zu erzählen im Auto, was ja vielleicht sogar interessant sein könnte und halt nicht nur irgendeinen Bullshit dann zu haben. Also öffnet man sein Dokument, in dem dann steht, pass auf, müde. Ah, krass. Ich war offenbar an dem Abend müde. Das ist ja toll. Wobei, ich glaube, das ist auch nicht mal die schlimme Folge, wo ich völlig zerstört war. Da gibt es, glaube ich, 3 Folgen oder irgendwas oder 5. Das ist etwas schlimmer. Aber ja, Albina. Ich musste es einfach tun. Ich konnte nicht anders. Ich meine, die Sache hier geht langsam dem Ende zu und Vicky musste ich ja schon vor langer Zeit um die Ecke bringen, aber die Albina, die war so lieb. Das war so eine schöne Zeit auch. Also für mich hauptsächlich. Das reicht ja auch eigentlich. Und dieses Mal ist es ja auch Kaban gelungen, ganz gemäß meiner Erwartung, sie zur Freundin zu machen. Jetzt hat er auch die Chance, einfach all die Dinge zu erleben, die Jojo erlebt hat. Das ist ja wirklich eigentlich schön. Und das kann ich ihm ja so nicht verwehren. Gut. Bis zum nächsten Mal. Hm.